Okay, bist du hier? Alter Fisch, schaust du da gerade etwa Pornos? Nee, Frau, nein! Ich gucke keine Pornos! Alter, was machst du da eigentlich? Hier. Yeah. Welche Folge bist du? Hä? Ich schau das auf! Nein! Alter! Was geht ab, Leute? Willkommen zu Good to Know! Am 14. Februar, dem Valentinstag, erscheint tatsächlich das neue DLC zu The Last of Us. Left Behind nennt sich dieses und zeigt einen Teil der Vorgeschichte vom eigentlichen Spiel. Nun sind erste Bilder in Form eines Videos aufgetaucht, die das Ganze anteasern, und dieses Video sieht wirklich ziemlich geil aus. The Last of Us zählt zu den besten PS3-Spielen aller Zeiten, und wer das Game bereits gezockt hat, muss sich auf jeden Fall auch das DLC geben. Übrigens, Publisher Naughty Dog hat bekannt gegeben, dass sie eine PS4-Version von The Last of Us nicht ausschließen. Der neue Uncharted-Teil ist momentan zwar wichtiger, trotzdem können wir uns vielleicht auf eine PS4-Version freuen, was ich persönlich saugeil fände. Mehr Infos zum DLC findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Asiaten, ja, die Asiaten, die haben einen neuen Internettrend erfunden. Wir kennen ja schon Selfies und Foodporn, nun allerdings ist das Ganze auf eine neue Stufe der Craziness gestartet. Mukbang nennt sich dieser, und es geht eigentlich nur darum, möglichst viel in möglichst viel Zeit zu fressen. Ah, 장난입니다. Die Leute sitzen einfach da und spachteln die ganze Zeit möglichst schnell in sich rein, und das kann ab und zu sogar über Stunden gehen. Und wirklich gesund ist das sicherlich nicht, aber es kommt in Südkorea einfach richtig gut an, und die Leute, die das machen, sind zum Teil schon richtige Superstars. Ich bin ja voll der Internet-Trendsetter, deswegen habe ich das Ganze schon mal nachgemacht. Widerlich wie sonst was. Ich bin schlecht, wenn ich das so finde. Alter, mir ist so schon schlecht. Björn schreibt, Phil, du bist ein Opfer. So ein Opfer. Du selber Opfer. Du Opfer. Was meint ihr? Kommt dieser Internettrend auch nach Deutschland? Und ganz ehrlich, würdet ihr euch stundenlang angucken, wie sich Leute Essen reinschieben? Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare rein. Ich bin da sehr gespannt drauf. In dem US-Bundesstaat Colorado ist Gras jetzt legal. Zumindest für alle, die schon 21 sind. Konsumiert werden darf das Zeug aber auch da nicht in der Öffentlichkeit. Das kennt man ja schon vom Alkohol. Gras ist da gerade mal einen halben Monat legal, und man merkt jetzt schon an der Börse, dass Unternehmen, die mit Gras zu tun haben, durch die Decke schießen. Zum Beispiel die Firma Green Go Technologies, die sich für Zubehör auf den Anbau von Gras spezialisiert haben, konnten einen Anstieg von ganzen 850% verzeichnen. Und Washington hat angekündigt, dass sie nachziehen werden. Die USA entdeckt langsam ihren grünen Daumen. Gras wird legal, eine Sache, die noch vor kurzer Zeit komplett unmöglich schien. Was meint ihr eigentlich? Wann wird Deutschland den Schritt gehen und Gras auch hierzulande komplett legalisieren? Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare, und findet ihr es eigentlich gut oder eher nicht? Manga und Anime-Freunde, aufgepasst, eine News, die so fucking nerdig ist, und ich find's trotzdem geil. Denn anlässlich zum 20. Geburtstag geht Sailor Moon weiter! Yay! Kein Scheiß, es wird tatsächlich eine neue Staffel geben, diese wird aber eine komplette Neuinterpretation. Ich habe zwar keinen Plan, was ich mir darunter vorstellen soll, aber ich freue mich tatsächlich mega drauf. Jetzt mal eine Frage an die Jungs unter euch. Kennt ihr Sailor Moon noch? Und wenn ja, war es bei euch in der Schule auch immer so, dass ihr Sailor Moon geguckt habt, aber niemand das wissen durfte? Die Wahrheit ist nämlich, wir haben es alle geguckt. Alle. Oh, und für die Mädels habe ich auch noch was Tolles gefunden. Sailor Moon Unterwäsche. Geil. Am 2. März sind dann auch schon wieder die Oscars 2014. Und gestern wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Unter anderem nominiert ist auch Leonardo DiCaprio für seine Hauptrolle in The Wolf of Wall Street. Darüber habe ich ja schon in der letzten Ausgabe geredet. Wer Bock drauf hat, kann da gerne mal vorbeischauen. So Leute, jetzt ist wieder euer Part dran. Viel Spaß mit Good to Know You. Hey Alpnander, mein Name ist Marcel und ich bin vom Zeichenkanal Drawing Like a Sir. Bei mir auf dem Kanal dreht sich so ziemlich alles ums Thema Animes und Mangas. Bei mir wird aber nicht nur gezeichnet, denn ich gebe nebenbei auch Bastelanleitungen zu allen verschiedenen Gegenständen, die man nun mal aus den Serien so kennt. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann schaut doch bei mir vorbei, ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Also, man sieht sich bei mir. Ciao! Das war's für GTK von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch und teilt es an eure Freunde. Damit helft ihr mir auf jeden Fall, den Stuff hier weiter zu verbreiten. Und das ist awesome. Weiter geht's jetzt oben mit der letzten WhatsApp-Ausgabe. Und unten kommt ihr zu GTK. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf YouTube. Schaut euch nicht zu viel Blödsinn an.
Habt ein grandioses Wochenende und mit diesen Worten, peace and out.